Moin moin, liebe Leute, und hallo zu einem neuen Schnubbi in Rage. Diesmal um das Thema oder über das Thema Telekom. Und jetzt werden sich die meisten sowieso schon denken, ja, okay, alles klar, kennen wir schon. Richtig, kennt ihr auch schon. Kotzt mich trotzdem an. Macht überhaupt nichts. Das ganze Thema Telekom ist schon eine Geschichte mit so einem Bart. Also das hier ist quasi nur, das wären die ersten zwei Jahre. Es ist unfassbar, was die Telekom sich bis jetzt geleistet hat. Es ist unfassbar, was das für ein mistbeschissener Support und Dienstleistungsträger ist, wie auch immer. Ein schönes Wort, habe ich schön gesagt. Hat wahrscheinlich keine Bedeutung, aber klingt gut. Es ist absolut zum Kotzen. Wir waren zum ersten Mal bei der Telekom circa, das war unser erstes Internet. Das war sehr schnell wieder weg, dann kam nämlich AOL. Was zu dem Zeitpunkt damals auch nicht besser war. Fakt ist, unser lieber Nachbar, also nicht mehr hier in dieser Wohnung, sondern in der Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, der hatte T-Online. Und allein daran, dass er zwei Jahre lang Internet bezahlt hat, monatlich, ohne ein einziges Mal ins Internet reinzukommen, ist schon mal fantastisch. Die Deutsche Telekom hat es nicht geschafft, bei diesen netten Menschen irgendwie das Internet zum Laufen zu bringen, weil sie nicht wussten, wo das Problem ist und sich auch einen Scheißdreck darum gekehrt haben. Denn er hat ja schließlich monatlich bezahlt und wenn er das mal nicht getan hatte, zwei Monate, dann kam sofort die Mahnung. Tolle Dienstleistung, super, ich bin sehr begeistert. So hat sich das Ganze eigentlich im Prinzip immer durchgezogen. Jeder, der Telekom hatte und mit dem ich irgendwie in Kontakt gestanden hat, hat sich über Telekom ausgekotzt. Immer, weil das immer scheiße war. Jetzt bin ich selbst Leidtragender der Telekom, denn mittlerweile wohne ich hier und hier gibt es lustigerweise keinen Kabelanschluss, obwohl, also es gibt Fernsehen Kabel Deutschland, aber kein Internetkabel Deutschland. Ich dachte, das wäre derselbe Kabel. Egal, schade. Naja. Deswegen bleibt mir keine andere Alternative an diesem Platz als Telekom. Über 1 und 1. Was immer schon ganz katastrophal scheiße ist. Wenn man bei jemandem Internet bestellt, dann am besten immer direkt bei der Firma, von der man das Internet bezieht. Und nicht über eine Firma, die dann von einer anderen Firma das Internet bestellt. Weil dann kommt nämlich ein ganz großer Faktor in Sachen Support dazu. Wenn dann nämlich was mit dem Internet nicht stimmt, dann kommt erstmal von der Firma, bei der man eigentlich den Vertrag gemacht hat, ja, nee, das liegt nicht an uns, da müssen Sie jetzt mit dem anderen reden. Dann redet man mit dem anderen und dann sagen die nämlich, ja, nee, das liegt auch nicht bei uns, da müssen Sie mit dem anderen reden. Das geht so lange hin und her, bis ihr aufgebt. Die geben nämlich nicht auf. Die haben genug Support-Mitarbeiter am Telefon. Die könnt ihr alle durchtelefonieren und dann rein machen sie einfach die neue Schicht rein und ihr könnt mit den nächsten Leuten durchtelefonieren. Da bringt nichts was. Jetzt bin ich nicht nur Leidtragender des beschissenen Internet-Services von Telekom, sondern ich wäre in der Zukunft dann auch noch Leidtragender von den neuen Tarifänderungen von T-Online oder Telekom generell. Die haben, wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen, mittlerweile ja die glorreiche Idee gehabt, dass man doch in eine Flatrate einen Volumentarif reinbauen soll. Okay, alles klar. Wollt ihr mich jetzt total verarschen? Vermutlich ja. Das Ganze sieht dann so aus, dass für Leute mit bis zu 16.000er Internetleitung 75 GB in diesem Volumen-Flat-Datentarif, wie auch immer man das nennen will, bereitgestellt werden. Danach wird das Ganze runtergestuft auf DSL Lite. Ich hatte 9 Jahre lang DSL Lite, bis vor 4 Jahren oder so. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Damit kann man sich noch nicht mal ein Video auf 240p bei YouTube anschauen. Damit geht gar nichts. Überhaupt nichts. Das reicht gerade für Skype. Und dafür noch nicht gut. Ist schon mal eine Maßnahme. Nett, sehr freundlich, Telekom. Mit der Begründung, dass das Ganze, dieser ganze Andrang ins Internet zu viel wird und man muss da irgendwie Grenzen vorschieben, damit das Ganze irgendwie kontrollierbarer und ja, schaffbarer für die Telekom wird. Da frage ich mich ganz ehrlich, Leute, ich bezahle ein Schweinegeld monatlich an euch, damit ich dieses Internet bekomme. Plus, und damit stehe ich ganz gewiss nicht alleine da, damit steht wahrscheinlich jeder dritte Internetnutzer da, ich bezahle für eine Internet-Flatrate, die ich nicht bekomme. Wir bezahlen eine 16.000er Leitung. Was kommt hier an? Verkrüppelte 8.000 bis 10.000 plus den Upload, der natürlich ebenfalls um die Hälfte gekürzt wird. Das heißt, wir bezahlen gerade mal für die Hälfte. Das ist, Leute,
Das ist total lächerlich. Wollt ihr mich verarschen? Wenn ich in ein Kino gehe, schicken die mich nicht nach der Hälfte des Films raus und sagen, ey, du hast das Ticket zwar bezahlt, aber guck mal auf die Uhr, der Film ist halb vorbei, raus. Du gehst nicht an die Wursttheke, bestellst ein Kilo Salami und die geben dir 500 Gramm. Wer bestellt sich ein Kilo Salami? Keine Ahnung. Egal, aber das wird nicht passieren. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und mit diesem kleinen Zuwörtchen bis zu 16.000, damit kriegt ihr mich nicht rum, Leute. Das ist trotzdem totale Verarsche von vorne bis hinten. Wenn man das, diesen Witz dann noch dazu nimmt zu diesem beschissenen, wir machen jetzt nur noch Volumenflatrate. Das ist ja wohl der größte Witz der Weltgeschichte. Wollt ihr mich verarschen? Ich bekomme für das Geld, das ich bezahle, nicht das, was ich bezahle und soll dann nochmal mehr bezahlen, um noch mehr von dem, was ich nicht bekomme, zu bekommen. Habt ihr einen am Schwimmer oder wie? Das kann nicht wahr sein. Das Schönste ist dann, dass Telekom diese Zahlen ja nicht einfach nur aus der Luft gegriffen hat, sondern die hat das natürlich alles recherchiert und der Durchschnittsbürger braucht nur ca. 16 GB pro Monat, deswegen sind die 75 GB pro Monat ja locker ausreichend. Leute, ich darf mal was vorrechnen. Ich rendere in sehr kleinen Videodateien. Ich bin ein Let's Player, klar, das ist nicht der Durchschnittsbürger. Natürlich, ich komme da später drauf. Ich bin nicht der Durchschnittsbürger, ich bin ein Let's Player. Das bedeutet, ich lade sehr viele Videos hoch. Ich rendere extremst klein für meine Verhältnisse, was mir nicht passt, denn ich hätte lieber bessere Qualität als kleinere Videos. Aber dadurch, dass die Upload-Geschwindigkeit hier so beschissen ist, muss ich klein rendern, wenn ich nicht ungefähr 3 bis 4 Stunden pro Video hochladen will. Und das ist einfach nicht tragbar bei einer Menge von 2 bis 3 Videos pro Tag. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Also rendere ich relativ klein. Selbst das Kleinrendern verbraucht ohne Nebenvideos, ohne sowas wie das hier, ohne irgendwelche Let's Minis, die komplett den Rahmen sprengen übrigens an Größe, verbrauche ich 12 GB pro Monat. Rund. Das ist abgerundet. Es ist wesentlich mehr. Es sind eher Richtung 14 GB. Und meistens sogar da noch drüber. Also ich bin allein mit meinen Upload-Eigenschaften schon fast auf dem Niveau, das Telekom für den Durchschnittsbürger hält. Dazu, das sind nur Uploads. Das ist kein einziges Mal Download. Natürlich sind die Uploads auch in dieser Volumenflat mit verrechnet. Das ist ja nicht einzeln. Upload ist uns egal, wir machen nur Download. Natürlich nicht. Das ist alles in einem. 14 GB. Nur an Videodateien. So, dann kommt noch dazu, dass das Internet mehr und mehr und das unaufhaltbar das Fernsehen ablöst, was Entertainment angeht. Man kann sich Filme, Shows, Fernsehen und YouTube-Videos Mastemengen im Internet anschauen und mehr Bürger tun dieses, warum auch nicht. Man hat ein größeres Angebot, man hat nicht unbedingt zwingend diese scheiß Werbeunterbrechung, wie in jedem Film, circa nach 10 Minuten ein Werbeblock kommt, das kommt im Internet eher selten vor. Dazu bezahlt man schließlich auch Kohle. Netflix ist nicht umsonst und wenn ich mir einen Film im Internet anschaue, dann hat das Ding halt mal eine DVD-Größe Minimum. Das bedeutet 4 GB. Vielleicht sind sie auch klein gerendert, vielleicht sind es dann 2 GB. Egal. Pro Tag einen Film anzuschauen, wären dann 2 GB pro Tag mal 30. Rechnet das mal hoch. Klar, jetzt schaut man sich vielleicht nicht jeden Tag einen Film an, aber vielleicht schaut man sich YouTube-Videos an. Rechnet das mal hoch. Wie viele YouTube-Videos schaut ihr pro Tag? Vielleicht sind es bei dem einen nur 2 pro Tag. Vielleicht sind es bei den anderen, ich schätze, bei mir sind es so, keine Ahnung, 10. Vielleicht 14, vielleicht auch mal 30. Wenn ich die Nacht nichts zu tun habe, nicht pennen kann, schaue ich Videos nach und nach und nach und nach jedem Video nochmal, nochmal. Rechnet mal hoch, wie viel MB das sind, wie viel Gigabyte das pro Tag sind, die ihr alleine bei YouTube schaut. Wenn ihr das hochrechnen würdet auf einen Monat, kommt ihr nicht im Ansatz auf die 16 Gigabyte, die euch Telekom als Normalbürger verkaufen möchte. Dann kommt als Gamer schließlich auch noch das Spiel runterladen dazu. Steam ist jetzt keine Seltenheit mehr. Jeder zweite Mensch, der PC-Spiele spielt, hat nun mal Steam und dort auch seine Spiele. Die hat man vielleicht nicht zwingend immer auf der Festplatte und selbst wenn, muss man sie ja irgendwann mal runtergeladen haben. Spiele sind im Durchschnitt mittlerweile nicht mehr 200 bis 300 MB groß und passen irgendwie auf eine CD. Damit ist schon lange Feierabend. Die Dinger brauchen mittlerweile 2 bis 3 DVDs
und sind dann gleich mal 20 GB groß. Wenn ihr die Dinger runterladet im Internet, im Durchschnitt sind die AAA-Titel bei Steam 6 bis 20 GB groß, wenn nicht noch größer. Allein das, ein Spiel würde schon den Rahmen von diesen 16 GB sprengen. Natürlich, das ist nur die Schätzung von Telekom, was ein Normalbürger verbraucht. Und die eigentliche Grenze liegt bei 75 GB. Trotzdem, auch 75 GB werden auf einen Monat gerechnet bei einigen, wenn nicht sogar bei vielen, nicht reichen. Und das ist genau das Ziel, das Telekom damit erreichen will. Denn man möchte natürlich mehr Kohle verdienen, ganz klar. Telekom macht das ja nicht aus Spaß oder weil wir unsere Internetkabel schonen wollen, die wurden schon ganz warm und dann müssen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wasser drüber kippen. Schwachsinn. Die wollen natürlich mehr Geld verdienen. Die wollen also, dass man diese Volumenflat im Standard hat und dann noch mehr bezahlt, um die Volumenflat aufstocken zu können auf, was weiß ich, das Doppelte oder vielleicht dann doch irgendwann, wenn man das Zehnfache bezahlt, wieder ohne Volumenflat Internet surfen zu können. Das ist das Ziel von Telekom. Und natürlich wird sich da nicht der Rest der Internetgemeinschaft irgendwie vor verschließen. Dann kommen natürlich die anderen, dann kommt 1&1, dann kommt O2, dann kommt, was weiß ich, Kabel Deutschland oder wer da sonst noch überall seine Finger mit drin hat. Und natürlich werden die das genauso machen wollen. Wenn Telekom da alleine dasteht, dann ist Telekom ganz schnell weg vom Fenster. Natürlich. Es wird kein Mensch mehr bei Telekom irgendwie einen Vertrag machen, wenn der Vertrag bei Telekom so viel schlechter ist als bei allen anderen. Das ist er zwar immer und Telekom hat irgendwie immer ihre Finger im Spiel, wenn es um Internet geht, aber Fakt ist, jeder andere Internetprovider wird da mitziehen wollen und genau dasselbe machen. Das heißt, wenn Telekom das jetzt durchsetzt, und das werden sie wohl, wenn man das nicht irgendwie noch aufhalten kann, keine Ahnung, dem Chef von Telekom irgendwie das Bein abhacken, ich weiß nicht, was man da machen muss. Probieren kann man es ja mit dem Bein abhacken. Wenn das nicht verhindert wird, wird das wahrscheinlich ein Standard in der Internetbranche. Und dann haben wir mal richtig alle schön die scheiß Arschkarte gezogen. Das wird nämlich auf Dauer nicht funktionieren und vor allen Dingen nicht, wenn man in die Zukunft blickt. Leute, seid ihr bescheuert? Es ist doch abzusehen, wie sehr sich das Internet in den Vordergrund im Gegensatz zum Fernsehen drängt. Das ist doch keine neue Geschichte und davor kann man doch nicht sagen, oh, das wusste ich nicht. Das ist doch logisch, das weiß jeder Depp. Wie viele Stunden verbringt man mittlerweile vom PC und schaut sich, oder vom PC, selbst Fernseher haben mittlerweile Internetanschluss und direkten Einbau von Netflix und Co. und direkt am Fernseher ohne Box, ohne PC oder irgendwas anderes Netflix Filme zu streamen. Das ist mittlerweile ein Standard geworden und der wird noch wesentlich weiter ausgebaut. Genau wie die Internetleitungen immer mehr ausgebaut werden, um eben dieses Feature zu machen. Solche Dienste wie OnLive, also diese Online-Konsole, mit der ihr an eurem Fernseher Spiele spielen könnt, die auf einem Server gestreamt, von einem Server aus gestreamt werden. Das heißt, ihr habt die Spiele nicht mehr selber auf einer Platte, sondern ihr kennt das Prinzip von der OnLive-Plattform. Sowas wäre ja gar nicht möglich. Stellt euch das mal vor. Wie soll denn das gehen? Oh, du, ey, ich habe schon 5 Minuten Dead Space gespielt. Ich muss jetzt aber ausmachen. Meine Volumenflat ist alle. Wollt ihr mich verarschen, Telekom? Ist das der Sinn von Internet oder was? Ist das das, wo das Internet hingehen soll? Ihr schiebt der kompletten Internetentwicklung in Deutschland gerade so dermaßen den Riegel vor, dass ihr euch selbst brutalst ins Knie schießt. Das ist die dümmste Entscheidung, die man machen kann. Ich persönlich bin fürchterlich angekotzt. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Mich kotzt die Telekom an, mich kotzt diese bescheuerte Regelung an, die sie durchbringen wollen. Mich kotzt vor allen Dingen diese grauenhafte Flächendeckung des Internets an. Ich kenne immer noch genug Ecken, wo es immer noch nicht schneller als DSL Lite geht. Ich bitte euch, Leute, DSL Lite, das war vor 10 Jahren noch Standard. Ernsthaft? Da muss ja wohl mittlerweile ein bisschen mehr drin sein, oder? Es kann nicht sein, dass Ecken immer noch so scheiße versorgt sind. Es kann auch nicht sein, dass immer noch mindestens 70% der Leute einen Vertrag bezahlen, den sie nicht bekommen. Dass immer noch diese scheiß, ich bezahle hier 16.000er Internet, ich bekomme nur 8.000er Internet. Dass das mittlerweile mehr Standard ist, als das eigentliche Internet sein sollte. Das kann einfach nicht sein. Und ich krieg da echt einen Kotzreiz. Ich mag's nicht, wenn man mir Geld aus der Tasche zieht. Und ich mag's nicht, wenn man mir dann noch den scheiß Stinkefinger ins Gesicht hält, während ich die Scheine rausrücke. Und genau das wird gerade zelebriert.
Und zwar jede Woche scheinbar ein bisschen mehr. Da kommt die Telekom, bremst YouTube aus. Oh, Verschwörungstheorie. Scheiße, stimmt. Machen sie wirklich. Warum? Weiß keiner. Hm, keine Ahnung. Oh, das braucht zu viel Leitung. Hast doch gehört, die ist warm und Wasser drüber kippen bringt nichts. Okay, liebe Telekom. Ich werde auf jeden Fall einen großen Bogen darum machen, um diesen schönen Teeladen. Ich werde versuchen, nicht mehr damit in Kontakt zu kommen, was nicht so ganz einfach ist, weil aus diesem Vertrag kommen wir so schnell nicht mehr raus, vermutlich. Und wenn man umzieht, dann muss man quasi jetzt doppelt bezahlen. Ich schätze mal, dass es so enden wird, weil ich möchte nicht unbedingt den Telekom-Vertrag dann nochmal umsetzen auf eine neue Wohnung und sagen, ey Leute, ihr wart so toll, ich möchte euch jetzt über Bundesländer hinweg mitnehmen. Das Internet hat mir so gut gefallen. Ganz ehrlich, wenn so eine kleine Krüppelfirma wie Intersar, Entschuldigung, wenn die Firma nicht klein und krüppelig ist, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch das jemals gehört hat, wenn ihr nicht im Saarland wohnt und im Saarland wohnen nicht viele Leute, also ist das klein und krüppelig. Wenn eine kleine Firma wie Intersar ein Funknetz im Saarland schneller ausbreiten kann, als Telekom ihr scheiß Internetnetz in 10 Jahren hinbekommt, dann frage ich mich echt, was da schiefgelaufen ist. Ich frage mich auch, was schiefgelaufen ist, dass, wenn ich bei Intersar mein Funk-DSL bestelle, ich statt den 16.000, die ich bestellt habe, 20.000 bekomme, plus einen Upload von 3 Mbit. Ich habe hier 0,4 von Telekom. Was ist mit euch los? Seid ihr besoffen? Warum geht denn das über eine scheiß Satellitenschüssel schneller als mit so einem verfickten, scheiß fetten Kabel unter der Straße? Das kann nicht wahr sein. Kotzt mich alles an, bin fürchterlich stinksauer, möchte von euch jetzt unbedingt in den Comments lesen, was ihr von Telekom, von diesem ganzen Internetkäse, von den neuesten Geschehnissen um Telekom und generell von dieser Leistungsabweichung von Vertrag und eigentlich im ankommenden Internet, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare, kotzt euch aus, ich bin froh um jede Meinung, ich bin froh um jede Diskussion, seid allerdings so nett und schreibt das Ganze ein bisschen konstruktiv. Wenn ihr also ganz anderer Meinung seid als ich, müsst ihr nicht unbedingt direkt beleidigend werden. Das wurden einige bei dem letzten Video schon. Das geht auch normal. Ich mache diese Videos hier, weil ich mich auskotzen möchte in Richtung der Läden oder der betreffenden Gegenstände, was auch immer, nicht der User, die sie benutzen oder die sie für gut halten. Das sollte verständlich geworden sein, dadurch, dass ich es jetzt gesagt habe. Ich kotze nicht euch an, wenn ihr eine andere Meinung habt. Ich kotze das Thema an. Also, wenn ihr anderer Meinung seid als ich, kotzt nicht mich an, sondern naja, schreibt, warum ihr das gut findet. Gut, damit wäre das geklärt. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Ich kotze jetzt noch weiter, am besten in die Kloschüssel, sonst gibt es hier eine Riesensauerei auf dem Teppich und das möchte ich nicht sauber machen. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss.